Herzlich willkommen zurück, Ladies and Gentlemen, auf diesem kleinen YouTube-Kanal am 13.09.2023. Was soll man sagen? Wo war ich? Was war denn da los? Ja, die Leute, die regelmäßig bei mir auf dem Twitch-Kanal dabei sind, wissen es natürlich sowieso. Ich habe es auch im letzten Video schon mal erzählt, glaube ich zumindest, dass ich das habe. Ich denke schon, dass ich bestimmt habe ich es mal erwähnt. Während der Sommerferien meiner Tochter bin ich natürlich immer recht wenig aktiv, abseits vom Livestream. Ich streame ja jeden Tag live und das sollte natürlich so ein bisschen sein Tribut. Deswegen leidet dann natürlich der YouTube-Kanal darunter, wenn ich halt Zeit mit meiner Familie verbringen will, was natürlich auch irgendwo logisch ist, was aber auch richtig und wichtig ist. Denn auch wenn ich jeden Tag live bin und wir nirgendwo großartig hingefahren sind, dieses Jahr haben wir halt immer Tagesausflüge gemacht. Viele kleine nette Sachen mit meiner Tochter und so. Und oh, war lustig, hat Spaß gemacht. Und natürlich war auch noch die GreifCon, also das Community-Treffen, was wirklich mega episch war dieses Jahr. Die beste GreifCon aller Zeiten, die GreifCon 2023, unfassbar geil. Und das war sehr, sehr cool. Es waren super, super viele Leute da. So viele wie noch nie tatsächlich. Und es war einfach großartig. So, heute gibt es auf jeden Fall wieder Greif-Solo-Abenteuer. Seht ihr schon, wir machen mal ein bisschen Quick-Play-Action. Damit fangen wir an und dann werden wir das Ganze wieder ein bisschen hochpushen. In den nächsten Wochen. Es wird auf jeden Fall regelmäßig wieder Videos geben. Let's fetz. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Ich hoffe, ihr habt mich nicht allzu sehr vermisst. Und falls doch, naja, wenn ihr Sehnsucht habt, ihr wisst, wo ich mich finden könnt. Twitch.tv aus der Streifenberg, ne? In diesem Sinne, Abfahrt. So, okay. Fanning haben wir noch bekommen. Sollen wir den Revolver wechseln? Ist Gott wild. Okay, ja. Was machen wir denn da jetzt? Wir gehen auf jeden Fall nochmal rüber. Ne, hier Grozies, weiß ich nicht, Kettrich. Ne? Wo gehen wir am besten hin? Was haben wir denn hier so? Wollen wir mal Catfish gehen? Lass es nach Catfish gehen. Lass nach Catfish gehen. Es wird ziemlich viel geballert auf der Map. Wir hatten zwar noch keinen PvP, aber überall wird geballert. Da hinten aus der Richtung müsste eigentlich was kommen. Richtung der Warned Range war ja was los, ne? Dann schauen wir mal, dass wir uns jetzt hier den Wellspring einverleiben können. Das wäre natürlich ganz cool. Erste Runde des Tages für mich. Natürlich immer nice, wenn man direkt eine geile Runde hat am Anfang. Das ist immer super belastend, wenn ich mir dann denke, so, jetzt nimmst du eine Runde für YouTube auf und dann, keine Ahnung, kriegt man irgendwie, weiß ich, nur ins Gesicht. Dual-wielding Silencer Pistol auf 80 Meter. Den Wellspring kriegen wir. Okay, okay, okay. Giuseppe has picked up the Wellspring. Nicht wundern, ne? Also es kann natürlich durchaus sein, dass wenn ihr das Video seht, ich werde jetzt nicht zum Schneiden kommen. Ich kann das jetzt bloß mal nebenbei schnell spielen, weil ich bin ja momentan sind ja hier wegen der Ferien und so, wisst ihr eh Bescheid, von meiner Tochter und deswegen zum Zeitpunkt der Aufnahme bin ich jetzt hier als Giuseppe unterwegs. So, ballern wir hier mal die Trap hin. Und nachdem die Frage wirklich super oft kommt, landet auch oft in meinen Privatnachrichten, also nicht nur in den YouTube-Kommentarsektionen, sondern auch generell kommt die Frage super oft, ob ich so viele Accounts habe und so weiter. Ich habe natürlich nur einen Account, einen Steam-Account, wo ich spiele. Aber ich benenne mich halt einfach um, also man kann seinen Namen ja beliebig oft verändern. Deswegen. Oh ja, da hinten im Wasser, ne? Ich sehe keine komischen Smurf-Accounts oder sonst irgendwas. Was ja bei QuickPlay sowieso gar keinen Sinn geben würde, aber auch generell natürlich. So hobbylos bin ich jetzt aber nicht unterwegs. Ui, jetzt trifft er auch noch. Okay, schau mal. Kleine Poison-Bombe. Da konnte man gut ran, der Kollege. Oh ja, rett rein! Ui, Baya, Baya, Buja, Bebe! Rapatutski! Ja, fallen im Quickplay, also ohne Witz, ne? Wir nehmen uns mal die Elle Moment, die Romero. Ohne Witz, also die fallen im Quickplay finde ich schon auch immer wild, weil du rechnest damit nicht so wirklich. Bounty und rechnest ja eher damit, dass das halt jemand irgendwo Fallen aufbaut, logischerweise. Aber das, du musst ja erstmal das Glück in Anführungsstrichen haben, das zu finden, ne? Oder in dem Sinn eher das Pech.
Oh, bisschen Gubble-Gubble. Mal ein bisschen Lude-Lude. Ich möchte mehr Traps. Mehr Traps für den Trap-Goblin. Das könnte man hier eigentlich gleich nochmal refreshen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Du bist noch alles entspannt? Ja, war aber mal auf Kundschaft, ne? Wellspring almost depleted. Und passend dazu kommt jemand angetrappelt. It's Showtime. Von zwei Seiten, ich habe hinten auch was gehört. Ja, in den Stämmen, oh, schön ins Wasser geschmissen, den Bums. Na, ja, schauen wir uns erstmal da hinten um. Machen wir einmal das Tor auf. Bisschen Optionen schaffen. Vielleicht rennt derjenige wieder in die Falle rein. Und springt das da weg. Zu früh! Was erzählt er hier vom Campen oder was? Das ist ein FN-Witzbold. Was soll ich bei Quickplay machen? Soll ich da draußen rumspringen und mich wegschießen lassen oder was? Na, schauen wir mal, wer zuletzt lacht. Da wird lustig reingenadet. Was musst du schon machen, wenn er einen Willspringer will hier, ne? Solide. Zeit ist ticking. Jetzt komm, mach Peek. Und tschüss. Peekaboo. Und jetzt kommst du. Tja, da waren die anderen wohl ein bisschen zu langsam unterwegs, ne? Dann tut's mir aber auch leid. Da kann ich auch nichts für. GG's. Die erste Runde, die ich aufgenommen hatte für YouTube, war ja so ein bisschen, naja, nicht unbedingt besonders spannend, aber es war schon mal Material da. Sagen wir es mal so, ein kleiner Quickplay-Win, auf entspannt, zwei Kills, ihr habt es gesehen, vermutlich zum Zeitpunkt des Videos und deswegen gehe ich jetzt nochmal rein. Wir wollen ja ein bisschen mehr wollen wir schon. Also, ich habe wie gesagt, wenn ich nicht so viel Zeit habe, dann spiele ich mal eine Runde Quickplay, nehme das mal auf und wenn es cool ist, dann ist es halt cool, wenn nicht, dann nicht. Die Zeit fehlt natürlich, oder hat natürlich gefehlt in letzter Zeit bei mir, aber... ja, ein bisschen Action soll schon sein, ne? Also das ist schon ganz klar. Also drei, vier Kills oder mehr ist natürlich immer besser. Bei Quickplay kann man sich immer so richtig, kann man sich natürlich auch nicht wirklich provozieren. Warum dann nicht Bounty Hunt? Ja, zum einen habe ich gerade auch ehrlich gesagt auch einfach Lust auf Quickplay und zum anderen ist es halt so, bei Bounty Hunt, da kannst du davon ausgehen, dass genau dann irgendwas ist. Also genau dann klingelt's oder ist dies oder ist das, dann muss ich mir die Zeit dafür nehmen. Und Bounty Hunt spiele ich ja jeden Abend im Stream, so gut wie jeden Abend. Und deswegen ist das für mich auch immer nicht ganz so hoch auf der Prioritätenliste. Ich genieße das dann auch mal, um Abwechslung zu haben und mal Quick Play oder Soul Survivor, wie es jetzt heißt, daran muss ich mir das gewöhnen. Ist natürlich eine coole Abwechslung und tatsächlich auch ein valider Spielmodus, der durchaus Laune macht. So, die Obres nehmen wir jetzt mal nicht mit, sparen wir uns. Aber das dann nehmen wir mit, das blau leuchtende Ding am Boden. Conduit haben wir bekommen, die New Army haben wir auch bekommen. Lustige Blankfire Decoys zur Verwirrung und Alert Tripmines. Mit Fallen
hellen wir uns ja aus. Die nutzen wir zwar so gut wie nie, oder ich, aber wir kennen uns aus. Weil ich gerade die Waffe so lässig gewechselt habe, tatsächlich eines der coolsten Features, ne? Eines der coolsten Features, die sie im Nachhinein eingebaut haben, so ein kleines Quality of Life-Ding, dass man einfach so on the fly die Items durchwechseln kann. Großartig. Vielleicht werden wir auch on the fly gleich ins Hauptmenü geschickt, weil jemand aufs volle Fass schießt. Mal schauen. Nö. Dafür sind wir jetzt der Silent Killer. Auch schön. Ohne Carbine. Ja. Eine Zeit lang war ja immer so ein bisschen das Meme, dass wenn ich eine Carbine bekomme im Quickplay, dass ich dann das Match auch gewinne. So. Das war eine Zeit lang das Ding. Und ich habe tatsächlich in Bounty Hunt so gut wie nie Carbine gespielt. Und ich wurde oft gefragt, ja, warum denn nicht? Das ist halt so. Wenn ich. Es kommt. Ich weiß nicht warum, aber ich habe aus irgendeinem Grund dann doch meistens eher Lust, was ich. Also entweder ich gehe Richtung Shotgun. Das mache ich in letzter Zeit eher selten, weil die Traderei, also sprich, dass ich und der Gegner gleichzeitig sterben, hat massiv zugenommen. Weiß nicht warum, woran das liegt, ist mir auch egal. Es ist halt einfach so. Und deswegen ist Shotgun eher seltener mittlerweile bei mir, außer ich habe einfach richtig Bock drauf. Und Long Range ist halt dann immer eine ganz coole Option oder eine Sparks oder so oder auch eine Weenie. Es gibt halt da ziemlich viele coole Alternativen irgendwie so in dem Bereich. Und dann ist die Carbine doch immer so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, die Carbine auch von der Zieloptik her und so, Kinder und Korn ist halt auch irgendwie so ein bisschen zu grob dafür, wenn der Gegner weiter weg ist, dann wird es teilweise ein bisschen fummelig. Da ist dann so eine Weenie noch besser oder so. Aber prinzipiell ist das eine sehr, sehr starke Waffe, wenn man in einem Compound steht, wenn der Gegner 20, 30, 50 Meter weg ist, ist das eine extrem starke Waffe. Und darüber hinaus wird es dann teilweise ein bisschen wild. Trotzdem, wer mir auf Twitch folgt, hat es vielleicht schon gesehen, ich spiele in letzter Zeit sehr viel Carbine, weil ein kleiner Nachteil, der vor ein paar Updates mal dazu kam, bei der Officer Carbine war, dass die sich halt nach den Schüssen so extrem aufgeschaukelt hat. Und das hat sich auch sehr unnatürlich angeführt. Das war sehr hakelig. Also du schießt zweimal und nach dem dritten Schuss ist das so super hakelig irgendwie. So ganz merkwürdig. Fühlt sich so richtig unnatürlich auch an. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also mittlerweile, jetzt ist die wieder back in business sozusagen. Weil das lag an einer systemischen Änderung bei Hand, wo alle Double Action oder halbautomatische Pistolen betroffen waren. Aber die Carbine hat es tatsächlich am meisten erwischt gefühlt. Also bei der Kleinen ist es auch gar nicht so schlimm, die soll sich auch ruhig so aufschaukeln. Ich meine, das ist ja eine kleine Pistol. Das ist schon okay, das ist so ein bisschen so ein Nerf gegen das Spammen, sage ich jetzt mal. In Anführungsstrichen. Aber bei einer Carbine, die ja doch so lange ist, mit dem Stock und so weiter, fand ich das immer ein bisschen blöd und deswegen hat es mir ein bisschen den Spaß auch damit versaut. Jetzt ist das eben nicht mehr so und deswegen spiele ich sie auch jetzt wieder sehr, sehr häufig in Bounty Hunt. Also sieht man sie super oft bei mir in letzter Zeit. Das funktioniert auch einfach gut. Macht sehr, sehr viel Spaß. High Velocity noch dazu rein. Dann hat man auch theoretisch auf größere Distanzen kein Problem, einen Headshot zu machen oder so. Ja, aber dafür ist sie nicht wirklich designed. Tatsächlich ist das Hauptdesign natürlich das Augenmerk liegt natürlich auf klassische Fights im Compound, so ja. Wenn es zu weit weg ist, dann macht es auch keinen Sinn. Apropos weit weg, da unten wird rumgebellt, Hundsgeläut wird eingeläutet und wir läuten jetzt gleich den Wellspring ein, wenn das so weitergeht. 299 Zählerpunkte. Oh, das ist natürlich nicht schlecht. Bin gespannt, ob wir das hinkriegen. Den Stall möchte ich jetzt trotzdem nicht triggern, muss ja nicht sein. Und wenn wir den Wellspring wirklich hinkriegen, dann würde ich sagen, machen wir unseren Champagner auf, Kappa. Nee, dann freuen wir uns natürlich und dann schauen wir mal, wer da so kommt. Jemand anders hat den Wellspring. Okay. Okay, wo sind sie? Eieieiei. Das ist direkt hier drin, ne? Mit der Carbine natürlich ein bisschen cocky, wir wissen nicht, was er hat. Ui! Servus! Der Shotgun hat er! Ja, vierte Gott! Gut. Mit der Carbine kann man also auch eine lässige Shotgun pushen. Ui, ui, der ist ja schon hier. Na, da kommt Chada. Silencer Piste will mich hier beackern. Jetzt schmeißt er noch was rein. Hören Sie auf zu werfen! Juhu!
Hier drüben. Hello? Gut. Das hat ja schon mal funktioniert. Aber manchmal, Frechheit siegt halt auch oft, ne? Wie wir einfach rein sind. Scheiß die Wand an, wir wussten nicht, was er hat. Vermutlich Shotgun, so war es dann auch. Und trotzdem, der Überraschungsmoment war da. Erster Hit war direkt drinne, daneben geschossen und dann GG. Ist ja immer nur dieser erste Shotgun-Schuss. Den musste entweder tanken oder dodgen. Dann ist alles möglich. Außer man schießt natürlich selber alles daneben, was natürlich auch durchaus mal vorkommt. Ein kleiner Anti-Dot-Shot, ja, den kann man sich gleich ins Nasenloch reindrücken. Wenn er ganz langweilig ist, macht man das. Bisschen Munition. Winnie Musket Bayonet, die sieht man auch gefühlt echt selten, ne? Also jetzt nicht so im Creeper, sondern generell. Ja, dann warten wir mal. Würde ich sagen, auf Kundschaft. Ah. Da kommt jemand ran. Neu, da ist er schon. Hallo. Juhu. Komm in meine... Sag mal. Komm in meine Arme, mein Gutster. Ja, habe ich ein bisschen Glück gehabt, dass er nichts getroffen hat. Ich hab mich jetzt auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ich habe den Magazin gebraucht für den Kollegen. Habe aber auch 3 Hits gebraucht, ne? Das muss man aber auch dazu sagen. Die Carbine macht auch Spaß. Da könnt ihr aber auch sagen, was ihr wollt. Carbine ist auch eine Fun-Waffe einfach. Ist eine Fun-Waffe. Macht richtig Spaß. Ist launig. Und definitiv auch äußerst, äußerst tödlich. Wer wirft an meine Tür? Bruder. Mag ich nämlich nicht. Push mal ein bisschen. Scheiß die Wand an. Böser Zaun. Und gute Carbine. Nice. GG's von der Sonne. Das hat Spaß gemacht. Baya, baya, buya, bebe. GG's. Ja, und das war's noch an der Stelle, Freunde der Sonne. Ein bisschen Quick-Play-Action in the morning. Vertreibt Kummer und Sorging oder so ähnlich. Ich würde sagen, let's ride. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zum nächsten Mal, Freunde der Sonne. Wie gesagt, wenn ihr Sehnsucht habt, greifmerk.live oder einfach auf dem Twitch-Kanal. Und ja, schaut vorbei. Let's go.